Das Einzige, was man sagen muss, ist, wir hätten das 3-0 auf jeden Fall nachlegen müssen. Ja, und dann steht es auf einmal 2-2 und der Schiri pfeift ab. Das war natürlich schon so ein bisschen wie im schlechten Film. Das hat jetzt die Mannschaft für dieses Spiel eigentlich nicht verdient. Aber vielleicht passt es eben dann doch ganz gut in unser Jahr 2018. Wenn du dann am Ende zum Jahresabschluss unbedingt gewinnen willst und dann kurz vor Schluss das 2-2 kriegst, ist eigentlich schon ein bisschen sinnbildlich für das Jahr. Aber ich bin einer, der sehr positiv denkt und die letzten zwei der Spiele waren absolut positiv und das müssen wir einfach mitnehmen. Und ja, ich hoffe, dass mit Deutschland 2019 zu rechnen ist. Ich denke, jeder kann sehen, dass der Yogi einen Plan hat. Dass wir es eigentlich auch sehr, sehr gut umsetzen. Ich denke, im Training, wir sind alle hoch motiviert, wieder ja, stärker zurückzukommen. Und na klar, am Ende ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ist ein bisschen, dass wir natürlich nicht ein gutes Resultat am Ende in diesem Jahr ja, abgeben konnten. Ist jetzt nicht mehr zu ändern, wir müssen da 2018 weitermachen. Gucken, 2019, Entschuldigung, 2018 ist ja vorbei, Gott sei Dank. Von daher geht es weiter nächstes Jahr. Jetzt ist erstmal ein bisschen Pause, jetzt geht es wieder zu den Vereinen. Aber ich glaube, der Weg der letzten drei Spiele, der könnte erfolgreich sein.